Hallo und willkommen zu einer neuen Woche. Wir haben jetzt noch 5 Wochen, bis wir unseren Bus fertig haben müssen. Heute geht's im Baumarkt und wir kaufen Bretter für eine Hundehütte. Die will ich unbedingt diese Woche fertig machen. Genau, da gehen wir jetzt hin und dann fangen wir die Woche mal an und hoffen, dass wir ganz weit kommen. Wir wissen auch noch nicht so genau, welche Bretter. Warte, Frieda, langsam. Welche Bretter wir benutzen. Deswegen schauen wir jetzt erstmal rum und gucken nach der richtigen Holzart und so weiter. Es muss halt stabil und dünn sein am besten. So, wir haben jetzt die richtigen Bretter und ich muss jetzt kurz ausrechnen, ja, wie wir sie zuschneiden lassen müssen, weil ich ja davor nicht wusste, wie breit die sind oder quasi wie dick die sind. Deswegen konnte ich nur so grob das alles einschreiben und jetzt rechne ich die exakten Maße aus und dann lassen wir die gleich hier zuschneiden, weil daheim bekommen wir das auf keinen Fall so gerade hin. Wir haben unsere Bretter alle richtig schön zugeschnitten. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Und dann haben wir hier noch so ein paar Zubehörsachen, die an die Kisten rankommen. Schauen wir mal, ob das alles so klappt. Wir sind wieder zurück in der Werkstatt. Hier sind alle Bretter und ich gucke jetzt mal, was zu welcher Kiste gehört und baue die dann zusammen. Das Blöde ist, ich habe den Zettel vergessen, wo drauf steht, welches Brett zu welcher Kiste gehört. Aber ich habe das zum Glück in meiner Insta-Story gepostet. Deswegen gucke ich jetzt da. Mir ist aufgefallen, ich habe euch ja noch gar nicht gezeigt, was wir alles im Baumarkt gekauft haben für die Kisten. Also, wir haben hier diese Ecken gekauft. Die kommen dann hier so ran, weil es eigentlich ganz cool ist, weil dann sind die extra geschützt. Und man kann sie noch richtig gut hier einfach festmachen, so als extra Stabilisierung. Weil nämlich die Frieda bekommt in ihrer Hütte so ein richtig fancy Übereckloch. Also nicht einfach nur in einem Brett rein, sondern quasi in so 2 Eckbretter wird da ein Loch reingemacht, dass sie so eine kleine Nische hat. Genau. Und hier, diese Dinger habe ich noch gekauft, damit wir das am Rand festmachen können und dann den Karabiner von Friedas Gurt festmachen können, dass sie während der Fahrt immer sicher ist. Das hier ist das Bodenbrett, damit, weil das ja so schräg ist im Bus, kommt das so hin und darunter was, dass wir dann so eine gerade Ebene haben. Also das brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich schreibe jetzt gerade nur drauf, was was ist, weil es ist nämlich richtig wichtig bei den Bemessungen jetzt, dass der Boden, genau, dass das Seitenbrett auf dem Boden drauf kommt und nicht hier an die Seite ran, weil dann passt einfach gar nichts mehr. Das muss hier drauf. Sitz. Fein. Tat. Fein. Das schaut überhaupt nicht passend aus. Das schaut richtig komisch aus. Also die erste Kiste passt irgendwie nicht. Da muss der Michi noch mal was absägen. Verstehe ich gar nicht, warum. Habe ich mich irgendwie verrechnet. Aber die zweite muss passen. Okay, die zweite passt perfekt. Jetzt verstehe ich nur nicht, warum ich mich dann bei der ersten verrechnet habe. Gut, also 2 Bretter müssen noch. 2 Bretter müssen angepasst werden, sonst passt, glaube ich, alles. Genau, dann machen wir das mal und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. Das erste Brett ist jetzt angezeichnet. Ich habe so breit wie die Bretter eben sind, da Klebeband hingeklebt, damit man eben genau weiß, in welchem Bereich man bohren kann. Habe aber hier auch nochmal die Mitte ausgemessen und dann eben angezeichnet, wo überall die Schrauben hin sollen. Und dann geht hoffentlich nichts mehr schief jetzt an. Das hier ist ja gerade unser zweites größeres Projekt, dieser Schrank,
Weil damit haben wir dann so easy Stauraum. Hier kommt noch ein Brett rein. Eigentlich wollten wir hier Altholz verwenden, aber irgendwie ist das überall gespreizt und splittert überall ab und ist nicht so das Gelbe vom Ei. Deswegen machen wir das nochmal neu und dafür messe ich jetzt schnell alles ab. Und dann gehen wir die Woche nochmal zum Baumarkt und lassen dort auch Bretter zuschneiden. Ich sag's euch, das ist einfach das Beste, mit den Maßen zum Baumarkt gehen und uns alles da zuschneiden zu lassen, weil so genau bekommt man es selbst gar nicht hin. Und das dauert da immer nur 20 Minuten oder so. Also wenn man wirklich, also bei meinen drei Kisten, der hat das in 20 Minuten schnell runtergeschnitten und dann passt alles. Vorausgesetzt, man hat alles richtig gemessen. Was nicht immer der Fall ist. Aber eine Säge hat man ja trotzdem noch daheim. Solange das zu groß ist, ist es ja kein Problem. Neuer Baumarkt, neuer Plan, selbes Prinzip. Ich rechne wieder aus. Schau mal, das ist schon stabil. Ich trau mich nicht. Der Fuß ist so gerade nicht schön. Hält. Sitzt du eigentlich? Ja, Oberschenkel. Nein, ich sitze. Ich würde mich halten. Aber du würdest sagen, dass es nicht mehr so stabil wie vorher, oder? Ja, aber es soll ja auch für den Frieder sein. Es soll ja kein Sitz für uns sein. Aber schau, hier können wir uns schon hinsetzen. Aber müssen wir ja nicht. Nein, müssen wir nicht. Das ist ja. Wir können auf jeden Fall das als Tischchen verwenden. Ja, ja, stimmt. Dann tun wir da halt das als Tischchen verwenden. Würde es mich jetzt auch nicht unbedingt raussetzen. Vor allem, wenn es uneben ist oder sowas, dann packt es natürlich knapp oder so. Und das schleife ich halt dann auch runter ab, so ein bisschen. Das musst du halt verschleifen, so gut wie es geht, und ansonsten spachtel ich dir das halt irgendwie hin. Ja. Nee, aber ich hätte auch noch so eine Runde gedacht. Das schaut jetzt irgendwie so eckig aus. Wie soll ich hier nochmal eine Runde schneiden?
Wir sind heute wieder in der Werkstatt und ich versuche euch mal so ein bisschen abzudaten, was wir die letzten Tage so gemacht haben. Wir waren fleißig am Kistenbauen eigentlich. Wir waren einmal noch im Baumarkt, haben neues Holz gekauft für dieses Ausziehregal, weil das soll ja nochmal komplett neu gemacht werden mit neuem Holz. Wir haben da versucht, altes Holz wieder zu verwenden, aber irgendwie war es halt sehr instabil und sah jetzt nicht so aus, als würde das wirklich lange halten. Und wir wollen da ja was reinbauen, was wirklich hält und jetzt nicht in einem halben Jahr wieder neu ersetzt werden muss. Genau, da haben wir das Holz noch gekauft. Dann haben wir die Hundehütte fast fertig und die Stauraumbox fast fertig. Die Hundehütte ist schon zusammengeschraubt und abgeschliffen. Da müssen vielleicht noch ein paar kleine Risse gespachtelt oder irgendwie werden, weil es so ein Loch ist und ich auch nicht will, dass die Frieda sich da verletzt. Ja, und bei der Stauraumbox habe ich ein bisschen verkackt, weil da habe ich nämlich beim Anzeichnen einfach vergessen, dass wir ja eine Öffnung brauchen. Ich wollte quasi eine Seite komplett offen lassen und mir dann erst später darüber Gedanken machen, wie ich eigentlich den Deckel mache, weil ich nicht ganz wusste, ob ich das mit Scharnieren einfach komplett den ganzen Deckel öffnen möchte oder wie auch immer. Ja, und dann habe ich beim Anzeichnen ein bisschen geträumt und einfach jedes Brett angezeichnet zum Zuschrauben. Der Michi hat dann alles schön zugeschraubt und dann saßen wir auf einmal da mit einer schönen, stabilen Kiste. Da mussten wir uns ein bisschen überlegen, was wir dann machen. Und dann haben wir einfach so ein Cutout gemacht und jetzt ist es eigentlich viel schöner, als ich so... Ich hatte es ja noch nicht zu Ende geplant, aber es schaut jetzt richtig schön aus, also Glück im Unglück gehabt. Genau, das haben wir gemacht. Heute bauen wir die Snackbox noch fertig. Das ist ja so eine ganz kleine Box, die nach vorne kommt. Und was machen wir noch? Den Ausziehschrank. Genau, den bauen wir heute. Das ist unser Plan für heute. Und in dieser Drehwoche haben wir noch so 3 Tage. Schauen wir mal, was wir bis dahin schaffen. Es wäre schön, wenn wir die Kisten noch anmalen könnten. Also wir wissen noch nicht ganz, ob wir sie lackieren oder anstreichen. Mal gucken. Auf jeden Fall werden die ja weiß und mit so kleinen Farbakzenten. Das war jetzt so ein großes Update von Mitte der Woche. Und genau, ich nehme euch dann einfach mit, was wir heute so schaffen. Zeige ich euch mal, wie der Michi mich jetzt gerettet hat mit dem Spachtel, weil am Anfang waren die Kanten, also war das ja so, weil man überall die Löcher gesehen hat und jetzt hat er das alles so schön abgespachtelt und abgeschliffen, dass man da echt nichts mehr sieht, zum Glück, und es wieder richtig schön von oben einfach ist. Wir haben heute nur kurz gemacht. Ich musste heute Vormittag mir Kampagne fertig machen. Das hat ewig gedauert, das zu schneiden und aufzunehmen. Und heute ist Sonntag und deswegen haben wir uns gedacht, um 5 Uhr fahren wir wieder aus der Werkstatt. Aber wir haben alles geschafft, was wir heute schaffen wollten, weil wir wollten unbedingt vor der neuen Woche wenigstens alle Korpusse fertig gebaut haben. Genau. Ich habe den, das ist ja unser Snackfach. Das habe ich fertig abgeschliffen. Also grob abgeschliffen, muss ich noch fein abschleifen morgen. Oh, diese Woche wird auch so schwierig, also die nächste, die jetzt kommt, weil ich habe jeden Tag Doppelstunde Fahrschule, weil ich nämlich am Freitag Führerscheinprüfung habe. Ja, mal schauen, wie viel wir dann in der Werkstatt schaffen. Das wird echt anstrengend, glaube ich, also vor allem mental, weil ich sehr nervös bin. Also ich habe so viel Prüfungsangst. Aber mal gucken, schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall machen wir dann, genau, muss ich das nächste Woche noch fein abschleifen, also morgen. Und das ist jetzt, das haben wir mit Absicht zugemacht. Also uns ist der Fehler nicht zweimal passiert, sondern, genau, der Michi fand schöner, wenn wir hier, also ich hatte eigentlich hier einfach so ein Brett geplant für das Zwischenfach, dass man es von außen zumacht. Aber der Michi meinte, er will hier diese Löcher reinmachen. Genau, also die Öffnungen einfach reinschneiden. Finde ich eigentlich auch ganz cute. Vor allem, weil wir es ja jetzt auch bei der anderen Kiste haben und da schaut es richtig cool aus. Deswegen kann ich mir das hier auch richtig gut vorstellen. Genau, aber das machen wir dann einfach morgen. Und jetzt zeige ich euch nochmal kurz das zusammen, wie das alles im Auto ausschauen sollte. Weil ich glaube, ich habe es manchmal ein bisschen kompliziert erklärt.
Also wir haben ja diesen Zwischengang zwischen den Sitzen. Und es fängt an, die Reihe, mit Fridas Hundebox. Und die Boxen sind verschieden hoch, weil wir im Bus nach vorne hin eine Steigung haben. In diesem Gang. Keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist so. Deswegen habe ich das... Ach so, Gott sei Dank. Ich habe kurz einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ich hoffe nicht. Weil die Kisten hier nicht, die schließen nicht ab. Also ich dachte gerade, aber nein, die Kiste gehört ja so hin. Gott sei Dank. Also jetzt hat, gut, kurz einen Herzinfarkt bekommen. Nee, so passt's. Hier schließt es schön bündig ab. Und dann kommt hier noch die Snackbox vorne hin. Und ich mache das alles noch mit so Möbelverbindern fest, dass man die ineinander reinstecken kann. Genau, und die Box machen wir vielleicht sogar so. Müssen wir gucken. Mal schauen. Genau. Und wenn wir, und so wird es dann sein, wenn wir fahren. Hier kommt natürlich noch der Deckel drauf und hier kann dann schön die Frieda liegen. Und wenn wir aber angekommen sind, dann stellen wir das alles übereinander, nach vorne über die Sitze, nach vorne zwischen die Sitze. Heißt, wir haben dann hier eine schöne Stauraumfläche und die Frieda hat hier Platz runterzugehen und wir haben aber dieses eine Eck, was ich mal gesagt hatte, an dem Tisch, das kann ich euch gleich nochmal drin zeigen, haben wir dann nochmal wirklich zum Beinfreiheit rumlaufen, rumsitzen. Wir sitzen wahrscheinlich eher rum als laufen im Bus. Ja, was man da, damit dieses Eck einfach noch frei ist. Genau, das sind so unsere Kisten und unser Werk und das kommt eben in den Schrank rein, was man so ausziehen kann. Aber das zeigen wir euch dann auch. Wenn es fertig ist, gehen wir einfach mal kurz in den Bus und gucken mal, ob alles passt. Ich hoffe es. Ich habe gerade schon mal einen Schock bekommen, aber ich hoffe, ich habe diesmal alles einfach richtig ausgemessen. So, wir zeigen euch noch mal kurz, wie es innen im Bus ausschaut. Es ist ein bisschen dunkel im Bus, weil der ist nämlich abgedeckt. Also, ich habe mich jetzt mal vorgekämpft. Genau, also die Kisten passen richtig gut hier rein. Wir haben eben diesen Platz hier verloren, weil... Die sollen ja perfekt übereinander passen und die sollen halt eben auch variabel hin und her geschoben werden können. Und der Platz hier ist so ein bisschen breiter als der, weil die Polster hier ganz schön reingehen und die Sitze generell so ein bisschen Platz wegnehmen. Auf jeden Fall, so hätte ich es geplant, dass wir während der Fahrt fahren und hier kommt dann eben Fridas Bett hin und da wird sie dann mit dem Gurt festgemacht, dass sie hier schön zwischen uns sitzt. Und wenn wir dann angekommen sind, und dann kommt die Box hier rauf. Da brauchen wir natürlich noch was, dass wir die irgendwie hier ineinander festmachen können, damit die nicht, genau, so eine Matte oder so wollten wir runterlegen, damit die nicht immer hin und her rutschen. Und der Boden muss eben noch gerade ausgeglichen werden, aber sonst wäre das so unsere Konstruktion. Nicht schlecht, gell? Und vor allem kann ich mich dann auch hier vorne noch hinsetzen und irgendwie auch cool arbeiten, wenn die Kiste da ist. Oder man kann sie, wenn man so Beinfreiheit haben will und sich so quer hinsetzen will und die Füße hochlegen will, kann man die Kiste auch wieder nach vorne schieben. Eigentlich ganz cool, oder? Mhm. Was sagst du? Perfekt. Sehr schön. Die Frieda kann trotzdem unten rein. Genau, und die Frieda hat dann hier ihre Hütte. Hoffentlich legt sie sich dann nicht immer dahin. Wahrscheinlich. Aber dann haben wir es. Vor die Hütte. Aber wenn ich dann da mit meinen Füßen bin und arbeite, dann geht sie vielleicht mal rein. Ja. Ich war tatsächlich 2 Tage gar nicht in der Werkstatt, weil wegen Fahrschule und so weiter habe ich nichts gemacht. Aber der Michi hat was gemacht. Eigentlich hatte ich ihm die Kamera mitgegeben zum Filmen. ja, naja. Wie es halt immer so ist. Ja, wurde vergessen, aber macht ja gar nichts. Deswegen erklärt er uns jetzt ganz kurz, was er die 2 Tage gemacht hat. Weil das ist nämlich richtig cool. Oder einen Tag warst du, 2 Tage hat er alleine gemacht. Genau. Und es geht nämlich um dieses Schiebeding innen. Schieberegal ist
fast fertig, sage ich jetzt mal. Habe es zusammengeschraubt, habe hier diese Auskerbungen eingeschnitten, auch wieder nach dem gleichen System, wie man es bei den anderen Sachen schon gemacht hat, mit der Stichsäge im Endeffekt. Ich finde, es schaut sehr cool aus. Finde genau. Ich sehr cute. Also hattest du eine gute Idee, dass du richtig das und jetzt war halt die Frage, ob ich beide Seiten öffne oder nicht. Habe mich dagegen entschieden. Wir können jetzt von innen vom Bus reingreifen und die Sachen rausholen. Auf der anderen Seite wäre das dann noch so, da haben wir geplant, noch so eine Spiegelfolie hinzubringen, dass wenn wir das Ausziehregal rausziehen, dass wir von außen vom Bus eigentlich noch so einen relativ großen Spiegel haben für Rasieren, Schminken, wie auch immer. Geht natürlich nur bei schönem Wetter, wenn wir nicht im Regen sitzen. Genau, weil man sitzt halt dann im Endeffekt außen vom Bus und innen ist im Endeffekt das Regal zugänglich. Da habe ich jetzt noch so ein kleines Loch reingebohrt. Das einfach finde ich nur auch sehr süß. Zum Raus- und Reinschieben, weil ich finde es irgendwie besser wie ein Griff oder ja, ja hätte man auch so einen Griff reinmachen können. Hast du auch richtig schön gemacht. Ja, schon geschliffen. Ja. Jetzt ist halt noch gespachtelt, die ganzen Schrauben zugespachtelt und genau. Und das wird dann noch wird jetzt nochmal fein geschliffen, der Spachtel, und dann wird im Endeffekt gestrichen, montiert, fertig. Genau. Das war's dann auch diese Woche von uns drei. Nächste Woche geht's weiter mit ganz viel Elektro. Da werde ich wahrscheinlich dann auch nicht mehr so viel sagen können. Ich werde wahrscheinlich meine Tasche nähen. Der Michi recherchiert schon die ganze Zeit wegen dem ganzen Elektrozeug und das wird nächste Woche gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich auf einen Daumen nach oben oder einen Kommentar. Wenn ihr irgendwelche Tipps für uns habt, gerade noch beim Ausbau, die wir beachten können, vielleicht sogar zur Elektrik. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche. Fleißig abonnieren. Genau. Wie Frieda schon so begeistert.